Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Wir haben den Boss hier fertig gemacht und jetzt gehen wir mal weiter. Sieht alles so schön aus. Wow. Noch gekriegt? Ah, den nicht mehr. Funke Titanit. Jetzt ist die Frage, wenn ich kurz ans Leuchtfeuer gehe und dann wieder zurück, ist da dann der andere wieder da? Testen wir das mal. Ich brauche halt Titanitbrocken, das ist das, was mich immer noch so ankotzt. Ich hätte gerne mal wie meine Waffe auf Maximum. Ne, nichts. Nada. Sieht aber so aus, als ob man da runter kann. Ne. Okay. Oh, Titanit, Scherbe. Ich brauch Brocken, Junge. Brocken. Ich brauch richtige Brocken. Was ich gut finde, ist, dass es nur diesen einen Weg gerade gibt. Das sind alles Riesen. Ah, okay. Ist aber kein Gegner. Auch kein Gegner. Ich teste das. Ich bin ja nicht doof. Ich weiß, nachher steht einer von denen den Bastard da auf und greift mich an. Ja, das weiß ich ja. In den Kopf, Alter. Wie geil ist das denn? Menschen? Richtige Menschen? Keine Ahnung, was das für Lilia Dildos sind, was wir in der Hand haben, aber. Oh, fucking Magier. Ich schwör, wieso spammt eigentlich immer über einer vom Fern? Keine Ehre haben manche Leute. Machen Abgang. Du Pussy da unten. Komm her. Oder kannst du nur kämpfen, wenn dein Kollege von weitem die ganze Feuer spammt? Pussy. Arschloch. Du bist so ein Hurensohn da oben. Ah, das war ja so klar. Ja, jetzt bin ich auch noch gestorben. Nur wegen dieser Nutte da oben. Jetzt ist meine Glut auch noch weg. Oh, hammergeil, hammergeil. Naja, das Gute ist, ich habe eh so viel Leben. Aber trotzdem, sowas stört mich. Jetzt ist die Frage, muss ich die alle nochmal killen? Also ein Riesen definitiv auf jeden Fall. Wo ist mein Bogen?
Ich kann mir den Teil nicht anvisieren. Ist ja behindert. Den treffe ich noch. Ha, getroffen. Na du Pisser, hä? Wie ist das so, wenn man die ganze Zeit von Weitem angegriffen wird mit ne Pussy? Na? Hä? Na, du Pussy? Alter, stirbt der auch irgendwann mal? Ohne Witz, der haltet mir echt schon viel zu viel aus. Das Beste ist, der bewegt sich nicht mal. Du bleibst die ganze Zeit an derselben Stelle. Naja, außer diesen kleinen Zentimeter, den er immer ein bisschen zurückrutscht. Ey Bro, du musst doch jetzt eigentlich langsam tot sein. Kommt mir bei dir schon vor, als hätte er ein Leben wie ein Boss. Nicht mal der fucking Riese hat so viel ausgehalten. Ja, okay, das ist jetzt übertrieben von mir, aber trotzdem. Na 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 na, kannst du endlich mal sterben, Arsch. Halt der sich immer wieder? Okay, ich bin jetzt neugierig. War ja drauf geschissen auf einen Riesen. Ich will jetzt wissen, ob der Typ so viel aushält. Oh, das sind ja schon wieder mehrere. Ich habe meine Seelen unten nicht geholt. Ja. Der muss sich immer wieder geheilt haben. Oh, das hat nicht gezählt. Ist ja behindert. Ja, okay. Fängt wieder super an. Du Behinderter. Ich hasse Fernkämpfer. Trink! Trink um dein Leben! Danke. So, ihr Pisser, ey. Ja, du brauchst gar nicht mal so gucken, du Fetti. Kriegst auch noch deine Schelle. Oh, bist du runtergefallen, Fetzer. Oh. Hast du einfach mal menschliche Abschaum? What? Okay. Ach, da ist ja noch einer. Wie viele von diesen Drattel gibt's noch? Ich glaube, das war's jetzt. Zum Glück bin ich jetzt hierher gelaufen. Wieso hätte ich dann nämlich Jahre verbracht?
Autsch. Woher kommt der schon wieder? Ey, das gibt's nicht. Überall diese scheiß Fernangreifer. So, jetzt hole ich erstmal meine Seelen zurück und besiege die Riesen. Oder nur den einen. Ich glaube, der andere Riese ist auch für immer tot. Autsch. Au. Heilige Scheiße. Wenn der mal trifft, dann trifft er. Nur wegen dieser Statue. Ja, hast du sie. Wie viel geben diese Riesen eigentlich? 3800. Eigentlich könnte man hier fahren. Ich meinte, das sind 6000 Seelen jedes Mal. Eine Überlegung wert. Aber boah, ich kann eh schon wieder aufleveln. Krass. Wenn jetzt irgendwo hier ein Leuchtfeuer wäre, wäre das perfekt. Wisst ihr, weil dann kann man immer oben zuerst die ganzen Mönche oder was, was diese scheiß Feuermagier killen. Okay, ich habe hier wieder mehrere Wege, wie ich das sehe. Oh nein. Du Nuttensohn. Du Nuttensohn, Alter. Ah, oh. Ach, da ist ja noch einer. Und noch einer. Ja, ja. Ja, klar. Ich hasse Fernkämpfe. Ja, und dann juckt meine Nase auch noch wegen meinen Heuschnupfen. Ich hasse den Frühling. Und das Ganze nochmal von vorne. Ich bin aber glücklich, dass ich die zwei Deppen nicht umbringen muss jedes Mal. Das wäre nervtötend. Allow you to be the death for me, or this will both be numb. La la la. La la la. Ich latsche jetzt einfach mal vorbei. Haha. Haha, haha. Haha. Ihr trifft mich nicht. Ach so. Ich will meine Seelen zurück. Und diese Hurensöhne. Eins aufs Maul geben. So, ihr spielt vom Weiten. Das Spiel kann ich auch. Ich hab den nicht getroffen. Jetzt. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir gerade ein bisschen zu nervtötend. Der ist näher drin. Oder ich gehe einfach allgemein jetzt erstmal da oben hin. Ich versuch's. Ich weiß, ich bereue es.
hab's hochgeschafft. Gut. Nein! Nein! Das war schon wieder so knapp. Ich muss aufpassen, ich darf mich erst gar nicht erwischen. Oh, noch so einer. Habt ihr keine Hobbys? Ja, ist klar. Nicht nur, dass der übel viel abzieht im Fernkampf. Nein, der zieht auch übel zum Nahkampf ab, ey. Fick dich doch! Stirb! Ja, meine Fresse. Hier hinten ist nicht mal was, gell? Hammergeil. Völlig umsonst da nach hinten gelatscht. Und zwei Estos-Flakons verschwendet. Ich will aber jetzt meine Ruhe, endlich. Das heißt. Das gibt's nicht. Weißt du, er ignoriert meine Attacken einfach. Weil ich juck den ja nicht, gell? Flieg doch einfach runter. Dankeschön. So, und jetzt habe ich schon wieder keine Heilung mehr. Wieso? Wegen so welche scheiß Bastarde, ey. Asche eines Ostländers, okay. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Okay. 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 43.000 sehen. Brauch 5K, 50.000, um 2 Level hochzukommen. Ne, ich brauche sogar 50.000. Hier ist nichts mehr, gell? Ja. Ja. Jupp, jupp. Hier ist gar nichts mehr. Ah, hallo. Und hallo. Seriously? Das ist doch scheiße. Die Hose ist besser. Aber wiederum auch viel schwerer. Ich glaube, ab Punkt 70 kann ich schon nicht mehr normal rollen, gell? Ist scheiße. Na ja, cool, er kommt hoch.
Stirb. Dankeschön. Oh, da habe ich den weggenutzt. Wow. Das wiederum war jetzt knapp. Oh, wenn ich noch einmal den jetzt damit erwische, dann fliegt er runter. Mach einen Abflug, du Spaß. Dankeschön. So wie du mir, so ich dir. Jetzt sind wir quitt. Und ich dachte gerade, hier wäre ein Leuchtfeuer. Was hat das jetzt gebracht? Ah, okay. Aber da fällt mir noch was ein. Ich will kurz gucken, wohin der Weg da unten führt. Genau, das, da bin ich jetzt schon neugierig. Obwohl ich da weiter... Weil der andere Weg sieht aus, als ob es da auf jeden Fall weitergeht. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Wow. War das Haki? Ich habe jetzt leider ein kleines Problem. Ich habe keine Heilung mehr. Nein. Ich will nicht sterben. Oh, Mann. Ich will noch nicht sterben. Ja, Mann. Dankeschön. Ich hab eine Abkürzung gefunden. So. Oh, es reicht echt nur für ein Level ab. Moment mal, Moment, Moment. Wait, 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 wait. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen für den Arsch. Weil es jetzt doch nicht reicht. Ich brauche 30.000 für Never Up. Sheesh. Übertreib halt.
Egal, Leute, wisst ihr was? Ich beende den Part. Und soll ich vielleicht noch den Weg nach oben gehen? Guck auf die Zeit. Oh, schon 25 Minuten. Ja, vielleicht düse ich jetzt einfach mal durch. Ich meine, ich scheiße jetzt auf alle Gegner, die auf dem Weg sind. Geh schnell den ganzen Turm hoch. Wenn ganz viel Glück ist, da noch ein Boss. Wobei, das wäre viel zu eng. Also, es wäre wirklich viel zu dicht hintereinander, dass da gleich ein Boss kommt. Aber egal. Und ein anderes Leuchtfeuer. Kann auch sein. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Das sind die Abkürzungen eigentlich für den Arsch, Mann. Aber hey. Du siehst aus wie nicht eine normale Truhe. Das dachte ich mir. Du Pisser. Dropboss. Goldenes Ritualspeer. Okay. So viele Items, die ich gerade kriege. Kann ich so gut wie alle nicht benutzen, aber hey. Läuft bei mir. Da geht's weiter. Aber warte mal, ich kann ja noch da oben lang. Und ich glaube mal, da ist ein Item. Oh! Gib mir Titanitbrocken. Oh, simpler Edelstein. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Damit kann ich leben. Ich mich gar nicht beschweren. Ich hau einfach immer gegen eine Wand. Könnte ja sein, dass da eine Abkürzung ist. Oder eine unsichtbare Wand. Ah, Dacke! Ich habe auch gar kein Glück. So. Ihr könnt mich alle mal. Ah, scheiße. Ja. Schießt ruhig rum. Ah, eigentlich habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Ich kann hier oben die Fettsäcke alle kaputt machen, kann nach unten gehen, die Riesen umbringen und ich glaube, das sind kaum mindestens 10.000 Seelen. Oh. Das habe ich wiederum voll vergessen gerade. Die Wichser sind ja wieder da. Jetzt hole ich mir aber erstmal das Item hier unten. Oh, Drachentöter, großen Bogen. Und ein bisschen Munition dafür auch noch. Yay. Der Haken an der ganzen Geschichte ist jetzt, ich darf jetzt den ganzen Weg außenrum nochmal gehen. Wow. Chillaxed. Ich habe euch nichts getan. Mindestens euch neue nichts. Die anderen habe ich umgebracht. Aber trotzdem, ich habe euch nichts getan. Also chillaxed. Okay. Und nochmal. Leiter. Jetzt einfach durchrasen. Ich rase jetzt einfach durch. Hallo Bro, was geht? Na, die laufen mir nicht hinterher. Hat er erst die Befürchtung, aber ne. Doch nicht. Hier ist gar nichts. Da geht's aber schon ziemlich weit hoch. So, jetzt wird's interessant.
Jetzt wird's richtig interessant. Da drüben ist ein Leuchtfeuer, Digga. Da hinten ist ein Leuchtfeuer. Ich will das Leuchtfeuer. Also ich muss nicht mal irgendwie drehen oder so. Der macht das einfach automatisch. Oh, you spin my head right, baby, right round. Okay. Definitiv ein Boss. Vorsichtig, bewegt sich nicht. What? Wollte gerade sagen, geht ja mal gar nicht. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem aktuellen Stand, wo wir gerade eben waren. Aber den Stand will ich nicht. Aha. Ich kann auch gar nichts anderes machen. Wie geil ist denn das denn? Okay. Bossfight. Dann wird's mal ein extrem langer Part. Wobei ich es eh vorstellen kann, ich gehe da rein, ich sterbe und dann beende ich den Part so oder so. Oder, mal was Neues, ich gehe rein, töte den Boss und beende den Part. Also ich meine wirklich, nach einem langen Part. Ach, da hinten ist ein Leuchtfeuer. Anor Londo. Oh, okay. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Habt ihr schon den Soldaten da rechts oben gesehen? Wenn ich das schon wieder sehe, kriege ich es kotzen. Kotzen. Ich raste jetzt durch. Ich raste jetzt durch. Ja, du kannst mich mal. Ich will gucken, ob das ein Bossfight ist. Wenn ich überhaupt da reinkomme. Ja, okay. Hat sich erledigt. Ja Leute, ich würde sagen, ich beende den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo es heißt Let's Play Dark Souls 3 oder Lauf um dein Leben. Tschüss.